Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Letztes Mal ist der Mana-Baum bzw. der Keim, der göttliche Keim, ein bisschen außer Kontrolle geraten und hat mal Palma Costa soeben von der Landkarte gefegt, wie auch sonst wo auf der Welt riesigen Schaden angerichtet, aber eigentlich nur in Silverand. In Tessiala gab es dafür Erdbeben und Tabata wurde fast von Stein begraben und Mythos hat sie weggestoßen oder wurde davon selbst von Stein begraben. Aber mehr hat man noch nicht gesehen und wir können auch nicht nachgucken, weil wir sind jetzt hier, um uns um die Farm zu kümmern und jemanden Gewisses zu besiegen. Und guckt mal, wen wir in der Party haben. Ja, richtig. Kratos haben wir jetzt in der Party. Der erste Ausgleich dafür, dass China gerade draußen ist, weil China ist aktuell damit beschäftigt, die Mana-Kanone zum Laufen zu bringen, um den göttlichen Keim mit Mana aus Tessiala zu beschießen, um es auszugleichen, dass er halt so derbe mit Silverant-Mana versorgt wurde. Tja, und natürlich nehme ich ihn auch gleich in die Party. Und wie ihr sehen könnt, ja, er kann einiges, denn im Prinzip, er kann alles, was Zelos kann. Es ist bei ihm halt nur, er muss die Skills noch lernen, weil er sie eben nicht benutzt hat lange, weil er war immerhin nicht in der Party bei uns. Die Ausrüstung von ihm kann man nicht ändern. Er hat zum Beispiel Flammenberge, ein Schwert mit flammenartiger Klinge, das ist später noch wichtig. Er hat Brünne, Kruxis-Technologie, Sigurd hat auch Kruxis-Technologie, Kruxis, ein Donnercape und einen Feenring. Den Feenring wäre ich besonders scharf, aber den kann ich leider nicht abnehmen. Ja, das heißt, wir haben gerade drei Schwertkämpfer in der Party, das an sich sogar ziemlich gut funktioniert. Den lasse ich einfach mal. Wir haben jetzt diesen Funkelring. Das ist der Mana-Reaktor. Können wir nicht einfach die Farm zerstören? Wenn wir das tun, müssen wir zuerst die Gefangenen befreien. Wir haben keine Zeit dafür. Lass uns nur den Mana-Reaktor zerstören. Oder zumindest ausschalten und Schokolade und die anderen später befreien. Wo werden die Gefangenen festgehalten? Irgendwo in diesem Bereich, glaube ich. Was ist auf dem Weg zum Mana-Reaktor? Wir können sie ja unterwegs befreien. Zeit ist so knapp. Verluste von 70% sind zu erwarten. Es ist genau wie auf Quas Farm. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen. Was sollen wir tun, Lloyd? Ich gehe mit zum Mana-Reaktor. Schokolade hasst mich sowieso. Okay, stell deine Gruppe zusammen, Leute. Und bei mir dabei haben will ich China, aber die geht nicht, weil sie halt nicht da ist. Dann nehme ich noch zum Reaktor-Team. Und du kommst mit mir. Nerviges von Windows. Du kommst mit zum Reaktor-Team. So. Weil dann haben die Zelos dabei als Battle Mage, weil Zelos und Kratos braucht man nicht in dieselbe Party tun. Colette, Regal als Nahkämpfer und Rain als Heiler und wir haben halt als Heiler Kratos und Genius als Mage. Ich möchte, dass mich diese drei begleiten. Du hast meine volle Unterstützung. Und ja, ich habe es noch nicht gemacht mit Genius, seine Skills umändern. Gestern hat mein Internet rumgespackt, aber da war ich viel zu angepisst, um irgendwas zu machen, was sinnvoll wäre. Weil ich konnte die Parts nicht hochladen und dann hatte ich aber auch keinen Bock, jetzt hier was zu machen. Ja, ich muss mich endlich mal dran setzen. Ich zeige euch, was ein genialer Magier wirklich kann. Ich werde überprüfen, ob sich deine Fertigkeiten im Umgang mit dem Schwert verbessert haben. Lass uns zusammenbleiben, bis wir Schokolade gefunden haben. Das geht schneller. Genau. Es scheint, wir können die Einrichtung hier nutzen. Wir sollten uns gut auf den Kampf vorbereiten. Boah, nur juckt gerade meine Nase. Alter.
Falter. Boah, ein bisschen aufstocken. Magische Augen haben wir bei jeder mal ein paar wenige. Also. Die Teile können wir aktivieren, wenn wir mit dem Ring drauf schießen, den wir haben. Die Teile machen uns übrigens Schaden, wenn die uns berühren. Dass sie rot sind, ist dafür ein ziemlich guter Indikator. Nicht du. So, you like kicking people around, huh? Well, now it's payback time. Rache! So, ich glaube, den Magier habe ich noch nicht gescannt, den scanne ich den mal. Yeah. Ich wollte gerade noch einen Rising Pack hinterher. Ach ja, stimmt, jetzt wurde auf Lloyd das Kochen geswitcht. So much. Weil China nicht mehr in der Party ist, wollte ich noch sagen. Thank you. Are there any others here? I think the people in the other rooms managed to get away already. Well then, we'll take the captives just as planned. Right. Good luck. Come everyone, this way. I... If you don't want to be saved by me, just consider yourself rescued by the Chosen. Now hurry and go! So, jetzt haben wir nur noch diese vier in der Party. Und ja, muss ich halt Genius später alles vergessen lassen. Bla, ich habe vergessen, dass ich das jetzt hier so umswitcht. My bad. So, lassen wir mal Kratos kochen. Ich meine, der hatte lange keine Gelegenheit dazu, wie denn auch, weil er war nicht in der Party. Und wie man sieht... Er ist jetzt nicht der beste Koch, aber er ist auch wirklich nirgendwo schlecht, weil... Er hat's halt drauf, es ist Kratos. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Umschreibung der Lage. Ja, lass mal ihn gebratenen Reis machen. Da ist er ein bisschen besser drin, ne? So. Mir würde es ja sehr gefallen, wenn hier unten noch irgendwas ist. Wie hier die Tür. Manchmal hat man einfach Glück und die laufen so günstig, dass man da durchrushen kann. Manchmal. Runenrobe. Haben wir gerade niemanden dabei, der es tragen kann. Aber weil sie ist in einem anderen Team. So. Hier findet man Aquaschien, nicht dabei. Runenschild, nicht dabei. Und Runenpanzer. Unter Umständen dabei, ja. Runenpanzer. Ich hoffe mal, ja doch, hier ist Runenpanzer. Schon sagen, ich hoffe mal, das ist was für ihn. Intellekt, das sollte auf jeden Fall... Ach komm, lass mal gegen die kämpfen. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen. Das ist im Prinzip nur eine aufgepowerte Version, die Ravids. Ah, die Nerven. Die unterbrechen halt immer. Und wie man sieht, leicht anfällig für... warte. Für Elektroschocks. Ja.
mag Hellfire. Nein! Ups, da habe ich mich außerdem verklickt. Da bin ich auf dem C-Stick. Nein, ich bin nicht verklickt, aber der C-Stick ist zurückgefedert. Ja. Den Hunting Beast wollte ich eigentlich gar nicht. Wäre zwar episch gekommen, wenn er getroffen hätte, aber hat er nicht. So. Von rein gesagt, ich habe keine Ahnung, wie diese Farm aufgebaut ist. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Und ich habe nur gehofft, dass das hier optional ist. Und es ist anscheinend optional. So. Erstmal angucken. Was haben wir bekommen? Nein, nein. Eventuell sogar dabei. Ich weiß nicht. Kann sie? Müsste sie tragen können, ne? Gut, dass sie und Colette beide solche Flachbrüste sind. ich meine, ja. Ist halt so, weil sonst könnten die nicht selber dasselbe Equip tragen. Oh Gott. Ich hätte die Klappe halten sollen. But it's so true. Hier kann ich lang. Never mind me! Never mind me! Und ja, hier gibt es viele Truhen, die man verpassen kann. Runengewand. Und einen Runenreif. Genius und... Nicht dabei. Oh, Genius, doch. Stimmt, den habe ich ja dabei. Nichts weiteres. Ja, passt. Stimmt, das ist seine... Nicht Waffe der Dunkelheit, sondern einfach nur eine... Autsch. Ja, ihr seht, die tun weh. Das ist eine stinknormale Waffe. Sie ist halt eine finsterste, wenn ich sage, wie soll das eine Waffe der Dunkelheit ausgerüstet? Und die heißt ja anders. So, ihr seht da unten das Symbol, mit anderen Worten, da müssen wir hin und dahinter ist wahrscheinlich irgendwas Boss-Raum-Art-Technisches. Ah, ich liebe Hunting Beast. Es ist einfach cool. Ich werde euch so mit Blitzen zuspammen, ihr werdet nicht mehr sehen, wo morgen und heute ist. Ich habe Blitze drauf. Kratos hat Lightning Blade. Genius hat auch vorhin Lightning gemacht, nur jetzt halt gerade nicht, um mich zu mobben, um meine Aussage zu revidieren. Ja. Punishment, Infliction, ich glaube es. Welches Punishment wollte sie überhaupt gerade machen? Ich weiß nicht, was sie gerade kann. Nein. Nur Punishment. Nicht Finally Punishment. Autsch. Autsch. Das meinte ich, ich bin scheiße mit den Teilen. Und da ist ein Teleporter, das heißt, da unten war eventuell doch der optionale Weg. Ja, ich bin so intelligent. Ich habe keinen Speicherkristall, oder? Ich besieg mal kurz die beiden Gegner hier. Weil ein Speicherkristall wäre doch sehr praktisch.